Hi zusammen! Ich weiß, ich war sehr lange nicht für euch da. Das hatte den Grund, das wissen ja die meisten von euch, ich war ja krank, dann war ja Karneval und danach habe ich einfach nur mal Zeit für mich gebraucht. Einfach mal Zeit, ohne großartig im Internet rumzusurfen, also wirklich mal was in meinem realen Leben zu machen. Nein, ich habe einfach, wirklich, ich habe jetzt einfach mal Zeit für mich gebraucht und hatte einfach nicht das Verlangen dazu, jetzt Videos zu machen, beziehungsweise schon, klar, ich habe es vermisst, ich wollte auch Videos drehen, aber ich habe mir einfach mal eine Auszeit gegönnt. Aber das hat mir sehr gut getan, mir geht es wieder gut und ich habe wieder richtig, richtig, richtig viel Lust, Videos für euch zu machen. Falls ihr jetzt im Laufe des Videos irgendwie komische Geräusche hört, das liegt an Bonnie, denn Bonnie liegt direkt hinter der Kamera dort vorne und knabbert an ihrem Knochen und findet das gerade total toll und das macht sie eigentlich immer beim Videos drehen und naja, ihr müsst halt jetzt damit auskommen. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Vorab noch, falls ihr ein paar Videoideen für mich habt, ich bin gerade zur Zeit dabei, sie alle aufzuschreiben. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ihr habt schon im letzten Video sehr, sehr viel geholfen und dafür danke ich euch und ich werde versuchen, alle Videos, die machbar sind natürlich, abzuklappern und euch dann natürlich hochzuladen, immer montags, mittwochs und freitags. Und heute ist ja Montag und aufgrund dessen seht ihr mich jetzt wieder. Ich hoffe, es freut euch, dass ich wieder da bin. So, ich habe mir gedacht, ich mache heute bei einem Tag mit, denn ein Tag ist relativ einfach, einfach nur lesen und die Fragen beantworten. Und beginnen wir einfach mal. Das ist der persönliche Fragen-Tag, also es sind irgendwie 15 Fragen, die eigentlich, die persönlich sein sollten. Ich habe die gerade überflogen, bei manchen weiß ich echt nicht, was ich antworten soll, aber ich mache es jetzt gleich einfach nur aus dem Stegreif. So, erste Frage. Gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie benutzt? Ja, mein Papa nennt mich immer Mäuschen oder Hexe. Also früher hat er mich Hexe genannt, wenn ich irgendwie nicht artig war. Wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht machen sollte, hat immer Hexe gesagt. Und meine Mama nennt mich immer Naning. Naning, das ist ja so eine Art Liebling auf Philippinisch oder Tagalog. Oder Ilocano. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall nennt Mami mich so. Mami. Und ansonsten... Nö, ansonsten... Ja, nö. Zweitens, hast du eine seltsame Angewohnheit? Ja, ich kratze mich immer an der Nase. Aber voll oft, ihr müsst mal in meine Videos gucken, ich kratze mich andauernd an der Nase. Ich weiß nicht wieso, aber hier juckt es auch immer an der Nasenspitze. Ich weiß auch nicht, seht ihr? Das ist so eine Angewohnheit. Was mache ich noch? jetzt, wo es mir bewusst ist, muss ich mich erst recht kratzen. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, so spontan. Es gibt bestimmt noch ganz viele Angewohnheiten, die ich habe, aber mir fällt gerade nichts ein. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Ja. Das kann sich vielleicht von euch kaum einer erklären, weil ich sowas noch nie von anderen Menschen gehört habe. Es ist zum Beispiel so, wenn ich im Winter oder wenn es generell kalt ist, spazieren gehe und das ist ganz oft im Wald, diese Waldwege, das ist ja eigentlich ja nur Erde. Und wenn es kalt ist, dann zieht sich die Erde so ganz komisch zusammen und dann entstehen solche ganz, 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 ganz vielen Löcher im Boden. Wie so Poren kann man sich das vorstellen, aber die sind alle so uneben und das sieht so eklig aus und ich ekel mich richtig davor. Also Phobien sind ja eigentlich so Angst und Ekel, aber ich kriege richtig, wenn ich das sehe, kriege ich fast so wie Juckreiz. Ich würde mir am liebsten meine Haut aufkratzen, weil ich das so eklig finde. Ich weiß nicht, ob jemand sowas von euch kennt, aber ich finde das so eklig, wenn sich im Winter durch die Kälte der Boden irgendwie, weiß ich nicht, zusammenzieht oder ich weiß, keine Ahnung. Aber das finde ich extremst eklig. Diese Art von Löchern, das sieht so eklig aus. Ich weiß auch nicht wieso. Kann ich gar nicht leiden. Hört sich komisch an, ist aber so. Ja, ihr könnt mir ja bitte mal schreiben, was ihr für Phobien habt. Das würde mich echt interessieren. Viertens, welchen Song drehst du heimlich voll auf und singst laut mit, wenn du alleine bist?
Also ich muss gestehen, ich stehe voll. Ihr denkt jetzt auch, was hat die? Ich stehe voll auf Schlager. Also ich stehe auf House, auf Hip-Hop. Ich stehe eigentlich fast auf alles. Aber ich mag auch House sehr, ach, Schlager sehr gerne. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich damit aufgewachsen bin, weil mein Papa sehr gerne Schlager, ich wollte Schaus sagen, Schlager hört. Und Schlager ist so eine so heimlich ist es gar nicht. Aber eine Leidenschaft. Ich finde Schlager einfach toll. Ich mag gerne Wolfgang Petri, Andrea Berg, Helene Fischer, Andreas Martin. Ich mag, ihr denkt jetzt auch, oh mein Gott, woher kommt die? Ja, gerne mag ich Andrea Berg und Helene Fischer, also die beiden sehr gerne. Und sobald irgendein Song von denen läuft oder auch Wolfgang Petri, dann sitze ich in meinem Zimmer und drehe die Musik auf oder im Auto selbst. Dreh die Fenster ein bisschen runter und sing laut mit. Ja, so bin ich drauf, das mache ich gerne. Über welche Kleinigkeit ärgerst du dich immer am meisten? Kleinigkeit. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, worauf sich das beziehen soll. Was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn ich mich mit jemandem verabrede und der zu spät kommt, aber nicht Bescheid gibt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter Kleinigkeit zählt, aber das kann ich zum Beispiel nicht leiden. Zum Beispiel Dennis macht das sehr gerne. Er sagt dann, ja, ich muss eben duschen, dann esse ich eben was und dann komme ich vorbei. Ja, und dann warte ich da 2 bis 3 Stunden und dann, also ich glaube, das zählt nicht mehr unter Kleinigkeit, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber das finde ich ganz grässlich. Oder werde ich auch mal, ich werde richtig pissig. Weil ich meine, ich plane den Abend mit ihm oder den Tag und dann erscheint er irgendwie nicht. Und dann sitze ich da die ganze Zeit. Ich meine, ich hätte in der Zeit, in der ich auf ihn warte, schon längst was anderes machen können. Ja, das ärgert mich. Aber ich glaube, das zählt nicht unter Kleinigkeit, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Was tust du, wenn du nervös bist? Was tue ich, wenn ich nervös bin? Auf jeden Fall, ich glaube, das ist aber normal, ne, dass man dann so schwer atmet. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Und was ich spiele halt mit meinen Fingernägeln. So mache ich dann immer ganz oft. Aber mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber ich glaube, das kann man, mir selber fällt das ja eigentlich nicht auf, aber ich glaube, ein Außenstehender kann das besser beantworten als ich jetzt selbst. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Das ist jetzt eigentlich doof zu... Also, wie ich liege oder auf welcher Seite? Weil ich habe ja wirklich nur ein... Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie breit das ist. 1,20 oder so. Das ist jetzt nicht so groß, das Bett. Aber wenn ich bei Dennis penne und der hat ein Doppelbett, also ein Wasserbett, 1,40 x 2 Meter, das ist schon relativ groß, schlafe ich immer rechts, also außen, und er schläft links innen, weil sein Bett nämlich im... an der Wand steht. Man kann also sozusagen nur von einer Seite einsteigen. Ich schlafe immer außen, falls ich dann aufs Klo muss, dass ich immer schnell gehen kann und nicht erst über den anderen drüber steigen muss. Aber wenn ich zu Hause bin, also generell so, auf welcher Seite ich schlafe meistens zum Fernseher weg, weil ich mache Sleep Timer. Mache ich immer an, wenn, also abends mache ich immer noch eine Runde im Fernseher an und gucke ein bisschen Fernsehen. Wenn ich merke, okay, ich werde müde, mache ich den Sleep Timer, ich weiß nicht, je nachdem, halbe Stunde. Und dann drehe ich mich aber immer noch vom Fernseher weg, aber ich brauche diese Hintergrundgeräusche. Das ist wie so eine Art Gute-Nacht-Geschichte. Ich hatte das ja früher auch, da habe ich immer noch Benjamin Blümchen gehört vom Einschlafen. Benjamin Blümchen oder... Bibi Blocksberg, und ich glaube, das habe ich mir einfach angeeignet, dass ich etwas brauche, dass ich im Hintergrund noch etwas reden höre. Hat jetzt nichts mit der Frage zu tun gehabt, aber ist egal. Was war dein erstes Kuscheltier und sein Name? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten, weil ich gar nicht mehr weiß, welches mein erstes Kuscheltier war. Was könnte meine Mama beantworten oder mein Papa, und ob das Ding einen Namen hatte, kann ich auch nicht sagen. Also, das tut mir sehr leid. Welches Getränk bestellst du dir immer bei Starbucks? Also ich muss offen und ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht so der Starbucks-Trinker. Also es muss nicht immer Starbucks sein. Ich verstehe auch immer diese Fragen nicht, warum immer Starbucks? Ich meine,
Starbucks haben wirklich nur die Leute, die in einer Großstadt wohnen und ich wohne auf dem Dorf. Und Starbucks ist für mich jetzt nichts Besonderes. Also klar, wenn ich mal da bin und Lust auf einen Kaffee habe oder irgendwie so ein Frappé oder so, trinke ich mir da was. Aber es ist nie irgendwie so, dass ich, oh, ich muss zu Starbucks und ich muss dieses Getränk trinken. Das ist bei mir gar nicht so. Lieber trinke ich zum Beispiel bei Immergrün Mango Rausch. Da hat mich nämlich eine liebe Abonnentin draufgebracht. Ich grüße dich mal. Kannst dich mal unter den Kommentaren melden, wenn du Lust hast. Das ist total lecker. Also Mango Rausch ist auch besser als Bubble Tea, wie ich finde. Und ja, aber Starbucks, ich persönlich gehe diesem Hype nicht nach. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber nie einhältst? Ja, ich sag ja immer, das kennt ihr bestimmt auch, jeden Morgen sage ich, Sandy, du musst nächste Nacht, nächsten Abend eher ins Bett gehen. Das ist ja schon so eine Regel, ne? Aber am Abend denke ich mir, ach komm, scheiß drauf. Und chatte so noch ein bisschen YouTube, bisschen Fernsehen, ja, und am nächsten Morgen bereue ich es immer wieder aufs Neue, dass ich nicht eher ins Bett gegangen bin. Und ich wette mit dir oder mit euch, dass die meisten von euch das auch nicht tun. Oder? Schreibt es mal unten in die Kommentare, ich bin echt gespannt darauf. Ich wette mit euch, ich schätze, 80% meiner Zuschauer haben dasselbe Problem. Nächste Frage wäre, hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Ich weiß nicht, ob das seltsam ist, aber ich kann meinen Daumen hier so, also mein Daumen kann so gerade meinen Arm berühren. Ich weiß nicht, diese Seite kann das auch. Ich weiß nicht, vielleicht können das auch alle. Aber Dennis meinte letztens, das ist voll eklig. Was ich auch kann, ich kann meine Zehen knacksen lassen. Aber irgendwie komischerweise nur, wenn ich so ganz komisch liege, dann ziehe ich meine Zehen so an und dann knackt das immer. Aber ich glaube, das ist auch nicht so außergewöhnlich, oder? So, warte mal. Gibt es ein... Hä? Warte mal, 13. Gibt es ein eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst? Oh ja. Pommes, ne? Pommes. Also was ich sehr, 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 sehr gerne mag und das gehört eigentlich auch zu meinem Lieblingsessen. Wenn schon mal jemand beim Café des Heu war, dann wisst ihr jetzt, was kommt. Ich liebe Schnitzel des Heu. Das ist nämlich ein Schnitzel mit Hollandaise-Soße, aber ganz viel Hollandaise-Soße. Und Hollandaise-Soße ist ja eigentlich nur Butter. Also nicht so eklig, es schmeckt natürlich anders. Ja, und dann Pommes, also es ist echt Kalorien pur, aber ich mag es trotzdem, weil es so gut schmeckt. Und ja, okay. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Also Redewendungen sind ja für mich irgendwie, ja, Redewendungen, ne? Redewendungen sind ja jetzt keine Sätze, die man von sich aus immer oft sagt, sondern es sind ja... Ah, ist das schwer. Also, nee, so richtige Redewendungen, wie sie im Buche steht, sage ich nicht immer wieder. Nö. Okay, Zeit zum Schlafen. Was hast du wirklich an? Ich habe nie Schlafanzüge an. Also ab und zu schon. Ich habe mir schon mal Schlafanzüge gekauft und dann trage ich sie auch ab und zu. Aber ich bin lieber so diejenige, die sich ein T-Shirt vom Freund anzieht und ja, dazu so eine Schlafpants. Also die schon sehr knapp, aber ich kann es nicht leiden, wenn ich so eine lange Hose beim Schlafen anhabe. Das, auch im Winter geht das nicht. Ich schlafe auch nie mit Socken. Ich bin immer barfuß, einfach nur, weil mich das stört, wenn meine Füße so eingepackt sind. Also immer ein T-Shirt und so eine kurze Pants. Ja, und das war's auch schon mit dem Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis Dienstag, Mittwoch. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!